Moin Leute, willkommen zu einem neuen Gedankensplitter. Naja, zugegebenermaßen einem sehr kurzen Gedankensplitter, weil, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich meinen Urlaub etwas verlängert und habe mich auch dazu entschieden, weiterhin im Urlaub zu bleiben, weil, wenn man den Aussagen von manch einem Zuschauer so glaubt, bin ich ja unglaublich reich und muss gar nicht mehr arbeiten. Deswegen lasse ich das einfach mit den YouTube-Videos sein und genieße hier weiterhin meinen Urlaub im 6-Sterne-Luxus-Ressort. Okay, ich gebe zu, war nur ein Greenscreen, die billige Variante von so einem Luxusurlaub, weil so einen Urlaub so lange, den könnte ich mir höchstens unter der Brücke leisten. Aber jetzt sind wir wieder zurück und nicht nur mit so einem super tollen Roll-Up-Banner, das ich demnächst für eine Messe brauche, sondern auch mit jede Menge Neuigkeiten rund um Dinge, die eigentlich schon lange heiß ersehnt sind. Rund um den Fräslift, dem Openlift, ist einiges passiert und damit fangen wir jetzt auch mal an. Das ist mein über 2 Jahre alter Openlift. Ich habe einige neue Teile, die ich an meinem Lift und am Frästisch selber tauschen möchte. Weil dieser Lift wirklich viel und teilweise über Stunden im Einsatz ist, wollte ich die Chance aber auch nutzen, um mal zu zeigen, wie mein Lift mittlerweile aussieht. Die Lager sind weiterhin im besten Zustand. Bei der Trapezgewindemutter sieht man etwas Verfärbungen von der Gewindestange, aber sonst ist das Teil wie neu. Obwohl die 3D-Druckteile auch wie neu aussehen, möchte ich einzelne Teile gegen meine neue PA12 HT-CF-Version tauschen. Das sind diese wunderschönen schwarzen Teile. PA12 zeichnet sich vor allem durch eine hohe Schlagfestigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und in dieser Variante hervorragenden Wärmeformstabilität aus. Der Zusatz von Kohlefasern machen diese Teile dann zusätzlich noch sehr steif und extrem stabil. Vor allem der Haupthalter, in dem die Spindel geklemmt wird, kann sehr von diesen Eigenschaften profitieren. Alle anderen 3D-Druckteile sind weiterhin PETG und so kommt der Openlift jetzt in einer sehr schicken Schwarz-Orange-Kombi daher. Auch die SRF-16 Wellenhalter haben sich geändert. Vor ca. 3 Monaten habe ich hier den Hersteller gewechselt und setze jetzt auf eine massivere Bauweise der Wellenhalter. Hier sieht man alt hinten und neu vorne im Bild. Wie erwähnt, habe ich auch neue Teile für den Frästisch bekommen. Ich habe in meinem Bayernurlaub den guten Patrick von BP Tools besucht. Der bietet eine Grundplatte für den Openlift an und hat mir dann für meine GTS 10XC eine vermacht. Bei meiner Montageform mit höhlenverstellbarer Holzleiste und den Stahlwinkeln empfand ich mich schon als mega clever. Da hatte ich die Lösung von BP Tools mit den Alu-Tenut-Schienen aber noch nicht gesehen. Die werden einfach schräg in die Profile eingefädelt und die Einlegeplatte dann darauf nivelliert und verschraubt. Also viel besser als meine Version. Dann wollte ich schon den Lift einbauen, aber ich habe ja noch was, nämlich meinen ersten Prototypen der Staubabsaugung von unten. Aber den Einbau musste ich erstmal verschieben, denn die neue Grundplatte war gut 8 mm dicker als meine Platte davor und so musste der Absaugschuh erstmal angepasst werden. Nächster Versuch, hier müsste jetzt eigentlich die Platte vorbeigehen und wenn hier die Fräse gegenfährt, dann kann das Element sich hier reinschieben. Mal schauen, ob das geht. Jo, jetzt passt's. Ich richte das mal so Pi mal Auge aus und werde das auch nicht festschrauben, auch wenn ich schon Schraubpunkte vorgesehen habe, aber ich klebe das mal fest. Es muss nur temporär halten, es ist ja keine finale Lösung, aber wenn sich da nochmal was ändert an den Bohrungen, dann möchte ich da nicht 1000 Löcher in der Platte haben. Jetzt mache ich mal so einen Schlauch dran, so einen Maschinenanschluss, passt da drauf. Und ich halte ihn mal mit einer Zwinge so ein bisschen hoch, dass das Gewicht da nicht so drauf hängt. Es saugt, das ist gut. Ja, das sieht ja schon vielversprechend aus. Allerdings ist diese kleine Öffnung hier oben einfach zu wenig. Da muss mehr Luft durch. Deswegen nehme ich jetzt mal einen Reduzierring, der eine größere Öffnung hat. So, aber ob es funktioniert, sieht man natürlich erst, wenn man mal ein bisschen was fräst. Fräse ich einfach mal. Das war jetzt diese Phasengröße, aber da geht auf jeden Fall noch mehr.
Also es saugt auf jeden Fall ordentlich. Und wir sehen hier, ja, da ist so ein bisschen was übergeblieben. Aber dieses kleine bescheidene Häufchen hier war alles. Ja, also die Faser war schon recht ordentlich. Aber wir alle wissen ja, warum wir eine Absaugung von unten haben wollen. Nämlich wegen Nutenfräsungen. Die sind nämlich richtig schweinisch. So, was nehmen wir? 8 mm, 10 mm, 10 mm. 10 mm ist gut. Wie tief machen wir die? Machen wir die mal so tief. So, Parallelanschlag. Passt schon. Habt ihr die berühmte Spänefontäne gesehen, die normalerweise rauskommt? Also ich nicht. Null Späne. Hier. Also das war ja noch sauberer eigentlich als die Phasenfräsung. Und hier ist ja noch mein Makita dran angeschlossen. Ich dachte nämlich, dass der vielleicht ein bisschen zu wenig Wumms hat. Hier unten sieht man diese Löcher in der Oberfräse. Das sind die Ausgänge von der Motorkühlung. Und hier schaufelt die Motorkühlung der Oberfräse, während die läuft, quasi die ganze Zeit Nebenluft rein. Da dachte ich, der Makita könnte da vielleicht zu schwach sein. Vielleicht muss man das da irgendwie abdecken, sodass die Luft seitlich rausgehen kann, aber nicht hier in den Absaugkanal kommt. Aber diese Konstruktionsmühe habe ich zu Recht erstmal sein gelassen. Das hat nämlich so auch gut funktioniert. Ich bin echt überrascht. Das Einzige, was, glaube ich, über die Zeit Ärger macht, ist dieses bewegliche Teil hier drin. Weil je nachdem, wie dieses Teil hier steht, wenn das nicht ganz unten ist und man schaltet den Sauger ein, dann wird das durch die Saugkraft hochgesaugt und verschließt dann den Absaugkanal. Das Ding hier sollte eigentlich nur beim Fräserwechsel hochgehen und sonst nicht. Aber ich habe eine andere Idee, was man machen könnte. Ich habe mir jetzt hier dieses Teil ausgedacht, das habe ich jetzt mal Manschette genannt. Das kommt hier einfach so über den Spindelkörper drüber. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr eine Wand, die hier drin ist, die dann hochfährt, sondern wir haben eine Wand, die hier reinfährt. So, jetzt muss ich dann aber den Schuh hier dann doch nochmal neu ausrichten. Das Aufkleben hält erstaunlich gut. Das hat mich ein bisschen überrascht. Da drüber. So. So, und jetzt sieht man, wenn ich das Teil hier hochkurbel, dass dann diese Manschette in den Absaugschuh reinfährt und so das Ganze dann abdichten soll. So, und dann kann man das Ganze aber auch noch ganz hochkurbeln. So, hier ist jetzt oben. So, dass man da aber auch noch mit dem Schlüssel dran kommt. Jetzt setze ich hier einfach mal so eine Nut direkt so parallel daneben. Ja, es sieht wieder sehr gut aus. Das saugt hervorragend ab. Jetzt werde ich aber noch was anderes probieren bei Nuten. Was ist denn, wenn die Nut schon offen ist und die Nut wird nur verbreitert? Saugt das dann auch noch gut ab? Und in dem Zusammenhang zeige ich euch mal eine andere Vorrichtung, an der ich auch schon ein bisschen was länger tüftele, nämlich dieses Ding hier. Das habe ich jetzt mal die universelle Messeinrichtung so intern als Name getauft. Dazu erzähle ich dann später ein bisschen was mehr. Jetzt kommt das Teil hier erstmal am Fräslift zum Einsatz. Also ich möchte die Nut ein bisschen was breiter machen. Dadurch, dass ich jetzt hier eine T-Nut drin habe, kann ich dieses Teil hier verwenden, um meinen Parallelanschlag neu einzustellen, und zwar um zum Beispiel 5 mm breiter. Normalerweise gibt es ja diese Messeinrichtungen, die man hier dann so gegenstellt. Da muss man halt dann hier den Fräser genau mit der Schneide so ausrichten, dass das der höchste Punkt ist und so. Das interessiert uns aber mit dem Ding hier überhaupt gar nicht, weil mein Referenzpunkt ist hier diese T-Nut-Schiene. Die wird hier mit diesem Führungswagen da drin geführt. Und da ist auch total egal, wie breit diese T-Nut-Schiene ist. Ich fahre mit der Messnadel ein bisschen rein. Mach die Uhr an. So, und möchte jetzt einfach den Parallelanschlag 5 mm weiter rausfahren. Minus 3, minus 4 und so.
Ah ja, toll, wenn ich ihn festspanne, dann verspringt das Ding natürlich wieder. Ich vergaß, ich bin ja hier an einer GTS 10 XC. Ah. Jetzt ist der Parallelanschlag um 5 mm verschoben worden. Wenn ich das jetzt nochmal prüfen möchte, kann ich das Ding hier einfach wieder ansetzen. So halbwegs überm Fräser gemessen habe ich 4,95 mm. So, und jetzt fräse ich dann nochmal die Nut. Ja, gestaubt hat es, glaube ich, jetzt noch weniger sogar als vorher. Ja, und hier haben wir jetzt eine breitere Nut. Und dadurch, dass wir einen 10 mm Fräser verwendet haben, den Parallelanschlag dann 5 mm verschoben haben, müssten wir hier jetzt eine Nut haben, die hat 15 mm. Gucken wir mal. Wenn das nicht stimmt, dann ist einfach der Fräser ungenau. Aber das müsste hinhauen. Schauen wir mal nach. Ich denke, das kann man gelten lassen. 4,99. Ist in der Holzwelt 15 mm. Aber sowas von 15 mm. Tja, also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Absaugergebnis. Also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was da besser dran sein sollte. Das macht genau das, was es soll. Es saugt halt ab. Und zwar ziemlich gründlich. Und ich habe bisher noch keine Nut im Leben gefräst, die so sauber abgesaugt wurde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Fräsungen sehen wollt, um zu testen, ob die Absaugung da genauso gut funktioniert. Lasst mich das gerne mal wissen. Noch habe ich die neue Absaugung für den Openlift nicht veröffentlicht, aber ich würde sagen, im November könnte das schon passieren, dass wir endlich eine ordentliche Absaugung haben für den Openlift, die dann auch bei bereits aufgebauten Liften funktionieren wird. Wenn es dann soweit ist, werde ich auf jeden Fall nochmal hier an dieser Stelle informieren. Aber nicht nur Absaugung hat sich geändert, sondern ich habe auch in meinem Angebot von Openlift-Teilen, die man über meinen Shop kaufen kann, nachdenksport.de, etwas geändert. Wenn man auf nachdenksport.de unter Openlift und dann zum Beispiel Komplettbausatz geht, dann findet man hier unter Satz 3D gedruckte Teile jetzt Auswahlmöglichkeiten beim Material. Und zwar gibt es jetzt zwei Optionen. Einmal die Kombination aus ABS und PETG und PA12CF und PETG. Die reinen PETG-Sets habe ich rausgenommen, nicht weil PETG da irgendwie schlecht wäre oder sowas, sondern weil ABS und PA12 noch besser geeignet sind und ich die jetzt drucken kann. Und wenn ich da was Besseres anbieten kann, dann möchte ich das natürlich auch gerne machen. Wann nimmt man denn jetzt welche Materialkombi? Ich habe jetzt hier mal geschrieben, ABS kombiniert mit PETG wird empfohlen bei gelegentlichen Fräsarbeiten und die PA12 HTCF mit PETG kombinierte Variante, die wird empfohlen, wenn man wirklich viel fräst und auch wirklich längere Bearbeitungszeiten hat. Oder wenn man es nicht an der Bearbeitungszeit festmachen möchte, sondern einfach besonders hochwertige Teile haben möchte, die extrem steif sind, dann ist auch die PA12 HTCF Variante kombiniert mit PETG die richtige Wahl. Dadurch, dass ich vor einer Weile mal an größere Mengen ABS gekommen bin, kann ich sogar die ABS mit PETG kombinierte Variante günstiger anbieten, als ich die reine PETG Variante anbieten konnte. Das Ganze ist ungefähr 4 Euro günstiger geworden für einen Satz 3D gedruckte Teile. Die PA12CF Variante ist deutlich teurer. Das liegt aber auch daran, dass das Rohmaterial irre teuer ist. Ich glaube, ich bezahle jetzt für 1 Kilo von diesem Material knapp 150 Euro. Was auch neu hinzugekommen ist, ist ein Vormontageservice, den man hinzunehmen kann. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder Anfragen, ob es nicht möglich wäre, dass Teile vom Lift für wen aufgebaut wurden. Das habe ich bisher nicht so angeboten, aber ich möchte den Aufbau von so einem Open Lift für euch so einfach wie möglich gestalten. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt so einen Vormontageservice jetzt anzubieten. Also der Lift ist nicht komplett zusammengebaut, sondern einzelne Komponenten, wie zum Beispiel der Haupthalter, der bekommt die Lage eingepresst. Der Aufbau
Trapezgewindemutter, Stellring zusammen mit der Befestigung, das Einpressen von den Schrauben in den jeweiligen Rändelmuttern. Das ist dann schon alles erledigt und man muss im Prinzip nur noch Teile miteinander verbinden und zusammenschrauben, keine Einpressarbeiten oder sowas mehr machen. Zwar im Shop schon ein bisschen was länger im Angebot, aber ich habe es ja jetzt erst im Video gezeigt. Die neuen SRF 16 Wellenhalter sind natürlich auch im Komplettbausatz oder auch einzeln über meinen Shop erhältlich. Und hier oben drüber der Freifräsanschlag M6, der ist jetzt optional geworden. Der war vorher immer mit drin, aber manche wollen vielleicht nochmal 5 Euro sparen und die haben jetzt die Möglichkeit, einfach den Freifräsanschlag nicht mit hinzuzunehmen und bekommen den Komplettbausatz so ein bisschen günstiger. Alles in allem, wenn man hier bei der Einlegeplatte dann keine Lasermarkierung wählt, wenn man die ABS-Teile verwendet, keinen Vormontageservice, keine Handkurbel, keinen Freifräsanschlag, dann gibt es den Openlift-Bausatz, den Komplettbausatz, schon ab 160,67 Euro. Für das, was der Openlift bietet, ist das wirklich ein absolut fairer Preis. Für diejenigen, die einen 3D-Drucker zu Hause haben und sich zutrauen, die 3D-gedruckten Teile vom Openlift einfach selber zu drucken, die haben ja sogar dann noch die Möglichkeit, einfach einen Bausatz ohne 3D-gedruckte Teile zu nehmen. Dann liegen wir bei 134 Euro. Guter Preis. Mein allererstes Produkt, das ich in meinem Shop angeboten habe, war die Einstellhilfe. Seitdem gab es zig Iterationen von dieser Einstellhilfe für unterschiedliche Sägenmodelle oder unterschiedliche Hersteller. Als Beispiel jetzt mal die GTS Scenic C. Mein erster Nutenstein war eine mit starren Seiten. Und wenn der Nutenstein halt dann nicht in die Nut gepasst hat, weil die Beschichtungen von den Maschinentischen von Säge zu Säge stark variieren können, musste man mit einer Feile diesen Nutenstein nachbearbeiten, bis er dann auf die individuelle Nut passt. Das ist natürlich nervig. Deswegen kam als zweite Version diese hier mit diesen Federseiten hier. Diese Federseiten geben dann nach und sollen dann die variierenden Nutenbreiten der Säge so ein bisschen ausgleichen. Das hat auch ganz gut funktioniert, bis dann die Nuten von Bosch immer enger wurden und dieser Federmechanismus nicht mehr so ideal war und dann dieser Nutenstein hier daherkam mit einer Schraube in der Mitte. Das ist auch die aktuelle Version. Aber dieses System, egal wie toll diese Nutensteine hier einstellbar sind, setzt voraus, dass ich irgendwann mal Zugriff hatte auf eine dieser Sägen. Und es ergeben sich dann über Zeit, dadurch, dass Maschinen sich vielleicht verändern, dadurch, dass dann aber auch zum Beispiel sich die Qualität der Maschinentische verändert, mal zum Besseren, oft eher zum Schlechteren, und die Einstellhilfen dann einfach nicht mehr funktionieren. Und darüber habe ich mir jetzt schon länger Gedanken gemacht, wie kann man eine Einstellhilfe oder eine Messvorrichtung bauen, die unabhängig ist von Nutenbreite, Nutentiefe. Wie bekommt man eine Messvorrichtung gebaut, die einfach alles unterstützt, was eine Nut hat? Und da bin ich auf dieses Führungskonzept hier gekommen. Ich führe die Einstellhilfe einfach nicht in der Nut, sondern führe sie auf der Nut. Hier bei dieser GTS Scenic C sieht das dann zum Beispiel so aus. Diese Führung wird einfach oben auf die Nut draufgesetzt und dadurch, dass diese Führung hier rund ist, registriert sie sich immer wieder gleich. Das ist sogar noch wiederholbarer als Schienen, die in der Nut geführt werden. Hier wird etwas einfach oben auf der Nut registriert und kann hin und her geschoben werden. Wenn ich aber das Ding immer wieder an die gleiche Stelle stelle, registriert es sich immer wieder gleich. Und dabei ist es egal, ob das jetzt eine Bosch GTS 10XC Nut ist oder die 19mm Nut einer DEWALT Säge oder bei der Nut einer Bandsäge. Alles, was eine Nut im Maschinentisch hat, kann diese Führung hier aufnehmen. Aber wie kann das Ganze jetzt zum Beispiel als Einstellhilfe eingesetzt werden? Dieser Führungswagen ist hier auf diesem Profil geführt. Den kann man hin und her stellen. Wenn man zum Beispiel den Parallelanschlag hier einmessen möchte, kann man einfach eine bestimmte Entfernung hier einstellen. Der Parallelanschlag wird zum Einstellen einfach in die Messuhr reingefahren, so wie das dann bei der Einstellhilfe auch wäre. Und jetzt kann man dieses Profil hier abfahren. Das Ganze geht aber natürlich auch am Sägeblatt. Und bei der Einstellhilfe gab es immer eine Adapterplatte, die dann die Distanz zwischen der Nut bis zum Sägeblatt überbrücken musste. Das braucht man jetzt hier dann nicht mehr, weil man kann das Profil ja vor und zurück schieben, bis wir ans Sägeblatt kommen, arretieren das Ganze und können dann am Sägeblatt messen. Also im Prinzip ist das Ganze hier eine aufgepeppte Einstellhilfe. Aber warum heißt das Ding jetzt universelle Messeinrichtung?
Naja, weil halt mehr geht als mit der Einstellhilfe. Man kann auch messen damit. Hat man ja eben schon am Frästisch gesehen. Das gleiche Prinzip kann man aber auch auf der Tischkreissäge anwenden. Das Ganze geht natürlich auch auf der Bandsäge, weil, wie eben gesehen, auch diese Maschinentische haben Nuten. Das Einzige, was man mit dieser Messvorrichtung in diesem Zustand nicht macht, sind absolute Messungen. Man macht immer relative Messungen. Relative Messung bedeutet, ich habe bereits einen Messwert erhoben, indem ich einen Probeschnitt gemacht habe, indem ich etwas auf eine andere Methode vorher ausgemessen habe und relativ zu diesem Messwert korrigiere ich dann die Stellung, zum Beispiel vom Parallelanschlag, um dann auf mein Endmaß zu kommen. Dieser Werkzeughalter hier vorne kann übrigens ausgetauscht werden und abgeschraubt werden. Das hier ist jetzt der Halter für die Messuhr, um die Messuhr entweder so oder so zu verwenden. Ich werde aber auch noch einen zusätzlichen Halter machen für Messschieber und dann den größeren Messbereich eines Messschiebers auf dieser Vorrichtung hier auch verwenden kann. Das hier ist noch ein Prototyp. Ich gebe zu, der ist schon ziemlich ausgereift, aber es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die hier noch dran verbessert werden können. Wenn du aber an so einer Messvorrichtung hier Interesse hast, dann kannst du jetzt schon eine in meinem Shop über nachdenksport.de vorbestellen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und sobald das Ganze dann hier final ist, werden dann gemäß der Reihenfolge der Vorbestellung die Messeinrichtungen an die Vorbesteller verschickt. Also, wenn dein Interesse geweckt ist, dann einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Link für die Vorbestellung in meinem Shop unter nachdenksport.de hinterlegt. Als letzten Punkt in diesem Gedankensplitter möchte ich gerne noch auf das Holzwerken-Event Open Dark Hood in den Niederlanden hinweisen. Das findet am 29. Oktober ab 10 Uhr in Zutphen statt. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin leider des Niederländischen nicht so mächtig, wie die meisten Niederländer des Deutschen mächtig sind. Und ich weiß ja, unter meinen Zuschauern hier sind auch einige Leute aus den Niederlanden. Und ich werde dieses Jahr als Aussteller vor Ort sein. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, euch den Openlift anzuschauen. Ich werde da eine Bosch GTS 10XC mitnehmen mit dieser eben gezeigten Einlegeplatte da, wo der Openlift drin eingebaut ist. Mit einem entsprechenden Aufbau an den GTS 10XC Parallelanschlag, damit das Ganze als Frästischanschlag verwendet werden kann. Ich werde da meine neue Messeinrichtung mitnehmen. Ich werde einen 3D-Drucker dabei haben, ein paar Sachen 3D drucken. Der Stand ist aber nicht nur zum Angucken. Ich stehe ja auch darum. Also ihr könnt mir gerne Fragen stellen oder vielleicht habt ihr selber Ideen oder wollt einfach nur mal euch über Holzwerken-Themen, aber auch 3D-Druck-Themen mit mir austauschen. Dann könnt ihr das dort gerne machen. An die deutschen Zuschauer, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, das ist nicht so wahnsinnig weit weg. Also ich komme ja aus der Köln-Bonner Region und von hier aus sind es so 2 Stunden Autofahrt. Also wenn man am 29. Oktober, das ist ein Sonntag, morgens so am Kaffeetisch sitzt um 7.30 Uhr und sich denkt, was soll ich denn jetzt hier den ganzen Tag mich langweilen, dann könntet ihr euch auch ins Auto setzen und zum Beispiel nach Zutphen kommen. Auf diesem Event sind natürlich noch viel mehr andere Aussteller. Ich sitze da nicht einsam oder alleine an so einem Tisch in der Halle. Da sind natürlich viele Firmen, also Proxons zum Beispiel da, Tormek ist da, Festool soll da sein, Shaper mit der Shaper Origin, diese CNC-Fräse, die sind da und noch viele mehr, die ich jetzt alle vergessen habe. Am Sonntag, 29. Oktober ab 10 Uhr in Zutphen, Niederlande. Den genauen Link habe ich euch unten aber nochmal in die Videobeschreibung gesetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, und mit diesem Video mache ich jetzt Schluss und wünsche wie immer frohes Schaffen.